Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Berlins schönste Seiten hier aus dem Literaturhaus Berlin. Neben mir wie immer Felix Müller von der Berliner Morgenpost und meine Kollegin Janika Gellinek hier vom Haus. Hallo. Ich bin Sonja Longolius und ich begrüße euch beide und Sie und euch an den Hörgeräten und im Videostream zur 51. Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Mir eine wahnsinnige Einstiegsfrage überlegt, ja. Die eigentlich schon in deine Richtung geht, Felix, aber dann doch erst Janika beantworten soll. Ja. Es ist sehr raffiniert, ja, total. Ich weiß, dass du ja heute Salman Rushdie vorstellen wirst und dass du auch bei dieser Veranstaltung warst. Und meine Einstiegsfrage ist aber dennoch, wenn du bei einer Veranstaltung warst, bei einer Autorin oder einem Autor und das Buch noch nicht gelesen hast, inwieweit dich das beeinflusst, was dann passiert mit der Lektüre und ob du einfach noch mal ein bisschen erzählen kannst, kannst du dich an eine Veranstaltung erinnern, wo du sagst, oh, das war irgendwie irre, ihn oder sie zu sehen und zu hören, dann habe ich das Buch gelesen und war enttäuscht oder andersrum oder hat es sich genau abgeglichen? Liebe Janika. Ja, es ist lustig. Ich mach jetzt mal ein Geständnis, dass ich, bevor ich diesen Job übernommen habe, sehr selten zu Lesungen gegangen bin, weil ich dachte, völlig überschätzt, mich interessiert eigentlich nur das Buch. Ich muss Autor, Autorin nicht erleben, nicht anfassen. Es kann ja sogar manchmal kontraproduktiv sein, wenn man ein tolles Buch gelesen hat und der Verfasser oder die Verfasserin entspricht dann leider überhaupt nicht diesem Bild. Jetzt berufsbedingt besuche ich sehr viele Lesungen, würde aber immer noch sagen, es interessiert mich dann, wenn ich das Buch gelesen habe, also dass ich müsste jetzt mal kurz überlegen, vielleicht beantworte ich es dann am Ende der Sendung, wann ich das letzte Mal auf einer Lesung war, dass ich das oder gar keiner das Buch gar nicht kannte, weil es würde mich immer sehr beeinflussen, wie ich die Veranstaltung finde, jetzt vielleicht sogar noch mehr als früher, und das finde ich eigentlich schade und nicht angemessen, weil ich finde, Lektüre und Veranstaltung sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, ist ja auch vielleicht ein kleiner Disclaimer, weil wir lesen ja die Bücher, bevor die Veranstaltung stattfindet, sodass wir eigentlich das Buch schon kennen und dann wird es sozusagen uns noch einmal ein zweites Mal vorgetragen. Wie war das jetzt bei dir und vor allen Dingen, wie war das bei Salman Rushdie? Du warst da Mitte Mai im Deutschen Theater, als er Knife vorgestellt hat. Genau, und das war ein Theaterabend, wie ich ihn, glaube ich, so nicht mehr erleben werde, weil er unter enormen Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Also jeder Mensch, der in dieses Theater gegangen ist, wurde abgetastet. Taschen wie bei einem Rockkonzert, die ein bestimmtes Format überschritten mussten, abgegeben werden. Während der Veranstaltung standen hünenhafte, hochmuskulöse Sicherheitskräfte im Raum. Alle mit diesen durchsichtigen, unauffälligen Drähten im Ohr. Also es war wirklich wie eigentlich der Besuch eines Staatspräsidenten sonst irgendwie mit Sicherheit ausgestattet ist. Und um auf deine Frage zu kommen, ich hatte das Buch in dem Fall nicht vorher gelesen, ich habe es danach gelesen. Und das natürlich hat das Einfluss auf die Lektüre, also in dem Fall auf ganz vielen Ebenen. Erstens, dieser Abend ist sozusagen die leibhaftige Beglaubigung dafür gewesen, was da drin geschildert wird. Es ist alles real, es ist wirklich real, ich habe es gesehen. Und natürlich beeinflusst es auch die Lektüre. Ulrich Mattes hat Passagen aus diesem Roman vorgelesen. Roman kann man es ja eigentlich nicht nennen, aus diesem Buch vorgelesen. Und das auf seine sehr charismatische und eindringliche Weise, die dem Text, der ohnehin schon unheimlich stark ist, nochmal eine weitere Dimension hinzugefügt hat. Und die auszublenden, wenn man es dann im stillen Kämmerchen liest, das ist mir nicht möglich. Und es ist in dem Fall auch kein Verlust, sondern eigentlich eher ein Gewinn. Muss ich sagen. Ich habe es für den Podcast jetzt nur geschafft, die ersten zwei Kapitel zu lesen, aber das erste ist ja jetzt vielleicht auch das Interessante in Bezug auch zu der Veranstaltung, was du gerade geschildert hast, weil es eben genau diese Veranstaltung beschreibt, bei der er angegriffen und fast ermordet worden ist und auch wahnsinnig eindrücklich natürlich. Ich habe mich gefragt bei der Lektüre, also das ist, ich finde, man geht da so diese emotionalen Wege mit ihm, wenn man das überhaupt so sagen kann. Das ist wirklich faszinierend, wie er einen da mitnehmen kann. Wie geht das denn eigentlich dann weiter? Also kannst du ein bisschen mehr beschreiben, weil es geht ja nicht nur, das zweite Kapitel handelt von seiner Frau und wie sie sich kennengelernt haben. Ja. Es geht ja eben nicht nur um den Abend und das Knife, sondern wie
baut er dann das in seine Erzählung mit ein? Also vielleicht noch mal kurz die Fakten für alle, die Sie noch nicht kennen, trotz der wirklich flächendeckenden Medienpräsenz dieses Buches. Auf Salman Rushdie, der 1989 von Ayatollah Khomeini mit einer Fatwa belegt wurde, wegen seines Buches Die satanischen Verse, also mit einem Todesurteil, ist im August 2022 in Chautauqua im Upstate New York ein Attentat verübt worden von einem islamistischen Attentäter. Und dieses Buch beschäftigt sich intensiv mit diesem Vorgang. Ich habe mir gedacht, dass ich den ersten Satz einmal vorlese, weil er diesen Ton des Buches, glaube ich, wirklich sehr gut einfängt. Das Buch beginnt folgendermaßen, auf Deutsch übertragen übrigens von Bernhard Robben. Am 12. August 2022, einem sonnigen Freitagmorgen um 10:45, wurde ich von einem jungen Mann mit einem Messer angegriffen und beinahe getötet, nachdem ich gerade die Bühne des Amphitheaters in Chautauqua betreten hatte, um darüber zu reden, wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzusetzen. Also im ersten Satz scheint schon dieser Humor auf, der das ganze Buch durchzieht, also dieser immanente Widerspruch, dass er ausgerechnet auf so einer Veranstaltung um sein Leben fürchten muss, beziehungsweise fast ermordet wird. Und zu deiner Frage, dieses Buch ist assoziativ gebaut. Das heißt, auch wenn er diesen Vorgang schildert, und er tut das in einer unglaublich eindringlichen, fast nicht auszuhalten, detaillierten Präzision, assoziiert er immer Literatur, Ereignisse, auch seine Frau. Er setzt diesem furchtbaren, im schlimmsten Sinne einschneidenden Erlebnis Glückserlebnisse entgegen, die er mit seiner Frau hatte. Also im zweiten Kapitel hast du ja schon erwähnt, schildert er, wie er seine Frau kennenlernt. Er setzt die Liebe gegen den Hass eigentlich. Er setzt im Grunde genommen die Liebe gegen den Hass und erzählt eine mir bislang unbekannte slapstickshafte Gegenszene zu diesem furchtbaren Attentat, nämlich als er mit seiner Frau auf einer Abendveranstaltung gegen eine Balkontür rennt und sich dabei die Nase irgendwie verletzt und sie ihn dann pflegt und im Taxi mit ihm nach Hause fährt, so beginnt diese Liebesgeschichte zwischen ihm und Eliza Griffiths, seiner Partnerin. Und so setzt sich das eigentlich ein bisschen fort. Also er versucht zu ergründen, wer bin ich gewesen, bevor das geschah, und wer bin ich jetzt? Was hat das mit mir gemacht? Er setzt da verschiedene Mittel dafür ein. Er ersinnt auch ein Gespräch mit diesem Attentäter. Das geht über 4 Kapitel, den er allerdings bewusst nie getroffen hat. Also ihm reicht es zu wissen, dass dieser Attentäter vielleicht 2 Seiten aus seinem Werk gelesen hat und ein paar YouTube-Videos gesehen hat. Mehr ist über diesen Mann eigentlich nicht zu sagen. Und Rushdie sagt dann, das kann ich eigentlich besser. Er hat auf der Lesung auch gesagt, jeder Lektor hätte mir diese Figur um die Ohren gehauen, weil die einfach nicht ausreichend motiviert ist. Also der ist einfach irgendwie kein interessanter Mensch, dieser Attentäter, den er übrigens nur A nennt, vieldeutig. Man kann dafür auch Schimpfwörter einsetzen, die im Englischen wie im Deutschen mit dem gleichen Namen beginnen, mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Da führt er ein fast Dostojewski-haftes Gespräch, wo er sozusagen seine atheistische, säkulare, aufklärerische Weltsicht dieser verblendeten, radikalisierten Weltsicht entgegensetzt. Hochlesenswert, hochkomisch auch zum Teil. Also so fiktive Dialoge, die er ineinander schaltet. Er schildert den Prozess der Genesung sehr ausführlich. Wie er in ganz kleinen Schritten wieder der Mensch wird, der dann schließlich irgendwie wieder in der Lage ist, öffentlich überhaupt aufzutreten. Man muss ja auch sagen, er hat sein rechtes Auge verloren, also einen Teil seines Augenlichtes, nicht das Ganze, aber nicht unerheblich für einen Schriftsteller natürlich. Das beschäftigt ihn mit allen Assoziationen, die dazugehören auch. Also es gibt dann auch so eine kleine Literaturgeschichte des Auges oder des Augensymbols in diesem Buch. Er beschäftigt sich sehr stark mit der Frage nach Wundern. Das ist ja ganz interessant, dass in seinen Büchern sozusagen, er wird ja dem
dieser Schublade des magischen Realismus zugerechnet. Ne? Also die Menschen in seinen Büchern, die schweben auch manchmal irgendwie ein paar Zentimeter über dem Boden oder die werden 240 Jahre alt oder denen wegwachsen irgendwelche Hörner. Also solche Dinge passieren in den Romanen von Salman Rushdie und er ist der Meinung, möglicherweise ist ein bisschen was von diesem Wunderbaren in meinen Büchern in die Realität rübergewandert. So, er bleibt Atheist. Das war auch eine Frage, die im deutschen Theater nicht ganz klar wurde, wie er sich dieses Wunder, das er überlebt hat, überhaupt erklärt. Denn es war tatsächlich nur ein Millimeter, um die seine Aorta verfehlt wurde. Und das hätte ihn mit Sicherheit umgebracht. Ein eindringliches Buch auf ganz vielen Ebenen, auch Traumatisierung. Weißt du, was macht mich total glücklich, irgendwie dir zuzuhören? Weil ich muss lustigerweise gerade an zwei Verse aus meinem Buch, was gleich kommt, denken. Das aufhört so, wir sind noch da, ihr Hundesöhne. Und das ist in einem anderen Kontext. Aber ich dachte gerade, wie geil, dass die Literatur das kann. Also man hätte jetzt so zynisch gesprochen, hätte ihm ja gar nichts Besseres passieren können, um noch einen draufzusetzen. Also wenn ich es nicht gelesen, willst du sofort lesen, weil du denkst, was vermag die Literatur, ne, die Liebe gegen den Hass, den Attentäter als eine nicht so interessante Figur deklassieren, das Ganze mit Komik zu durchsetzen. Ich meine, gut, man muss Salman Rushdie sein, um das zu schaffen und zugleich, was für ein Triumph. Ja. Was für ein Triumph. Ja. Also das ist, man macht, ich dachte gerade, ach, wie schön, Felix zuzuhören. yes, weißt du, dafür machen wir das. Nein, das ist wirklich, ich denke so, dass also besser und großartiger in jeder Hinsicht des Wortes geht es doch gar nicht. Ja, das war auch im deutschen Theater deutlich zu spüren, wo natürlich am Ende alle aufgestanden sind, um ihm stehen zu applaudieren, weil das genau der Sinn und der Grund dafür ist, Literatur zu lesen und zu schreiben. Aber würdest du noch, weil du jetzt sagst, ne, die Umstände der Lesung, ich meine, darüber müssen wir uns ja leider auch immer wieder mal verständigen, waren doch recht staatspräsidentenhaft. Was ich aber in der Berichterstattung, die ich verfolgt habe, mitbekommen habe, war, dass er sich ja auch immer wieder auch so einer Vereinnahmung gegenüber wehrt. Also das ist ja total schwierig, dieses Sicherheit, Freiheit, bla bla bla. Also man muss jetzt gerade nur durch die Stadt gehen und sich diese Wahlplakate angucken. Hast du denn das Gefühl, auch vielleicht schon auf die Zukunft gedacht, wie kann man dem unter Umständen wieder entkommen? Oder ist das dann im Endeffekt auch gar nicht so schlimm, wenn alles voll steht mit irgendwelchen Security-Leuten mit Draht im Ohr, solange die literarische Veranstaltung entsprechend... Ich glaube, dass es da momentan keine Alternative dazu gibt. Wenn man Salman Rushdie irgendwie öffentlich erleben möchte, dann geht es nur unter diesen Bedingungen. Das hat uns ja der Vorfall vor 2 Jahren gelehrt. Und ich konnte es auch ganz gut einblenden, weil dieses Buch eigentlich alles andere unsichtbar gemacht hat an diesem Abend. Ausblenden. Genau. Das war so stark und so intensiv und wie du auch sagst, schön von Humor durchsetzt, das war auch immer wieder unheimlich zum Lachen. Ne? Also wie er auch seine Gedanken schildert, während dieser Mann 27 Sekunden lang auf ihn einsticht. Mhm. Er sagt, hat den Vergleich, 27 Sekunden, das ist ungefähr so lange, brauche ich, um ein Shakespeare-Sonett zu lesen. Also es ist wirklich eine lange Zeit. Lang, ja. Es ist eine lange Zeit, es sind 14 Stiche, die er in diesem Moment empfängt. Und was denkt er? Er denkt, ach, mein schöner Ralph-Lauren-Anzug. Ja. Ja, es ist schon ein bisschen. Und dann sitzt er da auf der Bühne des Deutschen Theaters 2 Jahre später und ist wieder einigermaßen wiederhergestellt und sagt, das ist übrigens ein neuer Anzug. Und hat er selber auch gelesen auf Englisch? Nein, er hat es nur wirklich sehr trocken und auch überhaupt nicht, also mit besonders großer Ausführlichkeit beantwortet, was die Moderatoren von ihm wissen wollten. Und ansonsten haben wir da alle Ulrich Mattes zugehört und das war auch sehr schön. Okay. Ja, also dieses Buch muss man aus ganz vielen Gründen, glaube ich, lesen, aber ich glaube, der wichtigste, den hast du genannt, Janika, es geht hier wirklich um den Sinn und die Kraft und die Gabe, die Literatur darstellt. Ja, und vielleicht schließt das jetzt auch nochmal zur Anfangsfrage, also natürlich lesen und auch möglichst voreingenommen lesen, aber dann doch auch mal zu Literaturveranstaltungen gehen, weil offensichtlich, ne, du hast jetzt das ein ganz anderes, ein bisschen der Werbeblock muss sein, aber du hast ja jetzt ein ganz anderes eigenes Erlebnis, was wir wiederum als Leserinnen von Knife nicht haben, weil wir nicht dabei waren und also sozusagen die Mischung macht's da, glaube ich.
Gut, kommen wir zu dem Buch, was du mitgebracht hast. Wir haben ja nicht so oft Lyrik. Warum hast du dich denn eigentlich für Lyrik entschieden? Ja, weil ihr das nicht macht. Ja, weil wir das nicht können. Ich spreche nur für mich, weil ich das nicht kann. Also was hast du uns heute Schönes mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht Neil Doan, Ausgeliehene Suchtwörter, erschienen im Ehle Verlag 2023. Und der Grund ist unser Festival der kurdischen Exilliteratur, was am Mittwoch losgeht. Und wir haben, unsere Praktikantinnen sammeln dann immer dankenswert alle Bücher, die wir fürs Festival brauchen und im Idealfall auch lesen sollten. Und da habe ich mir das aus diesem kleinen Bestand, muss man mal sagen, der jetzt, weil gerade viele kurdische Titel natürlich nicht übersetzt sind, ausgesucht. Neil Doan schreibt auf Deutsch, lebt in Hamburg und ist, wie ganz groß hinten im Buch abgedruckt ist, das ist in Großbuchstaben seine Biografie. Neil Doan, geboren in Augsburg 1988, als Sohn eines Gasttaxifahrers und einer Gastputzfrau, lebt in Hamburg, kaut Fingernägel, hält sich über Wasser, schreibt. So, das ist Neil Doan. Er kommt am 31.05. gemeinsam mit Merel Şimşek zum Festival. Und ich habe mir das ausgesucht, einmal, weil ich dachte, jetzt ist mal wieder Lyrik dran, dann, weil ich diesen Titel so spektakulär finde, Ausgeliehene Suchtwörter. Und da kann man ja lange drüber nachdenken, also das Paradox von Ausleihen und Sucht scheint mir fast nicht auflösbar zu sein. Und darin aber, wie er es in dem Band tut, vielleicht auch eine sehr gute Beschreibung eines Daseins als Schriftsteller in Hamburg, als Sohn eines Gasttaxifahrers und einer Gastputzfrau. Das durchzieht den Band, indem er, ich sage es jetzt mal so ein bisschen pauschal, Wörter ausprobiert in verschiedenen Kontexten. Und ich persönlich finde, der Band hat so einen großen Werkstattcharakter, der mir aber an vielen Stellen Spaß gemacht hat. Also wenn dann so Wörter wie Nachbearbeitungsgebühr Eintritt in die Lyrik finden oder Großstadt-Parallelgesellschaften. Und das wird dann in verschiedenen Kontexten ausprobiert. Es kommen Wörter immer wieder, sowas wie Olivenbäume, Koffer, aber auch Tüll und Palava, also kommen in verschiedenen Gedichten vor. Und dann die Linsensuppe wird dann irgendwann auch zum Erbseneintopf. Also da könnte man dann in einem Lyrikseminar gucken, entwickelt sich das chronologisch, wann und wie wird die Linsensuppe zum Erbseneintopf. Ich habe euch jetzt, das ist ja das Schöne an Gedichten, man da kann dann auch mal kurz was vorlesen, ein Gedicht ausgesucht, wo ihr vielleicht ein bisschen hören könnt, wie das funktioniert. Heißt Götterspeise, Brother, Bruder oder was mit S, Schwester, noch schöner, lass die Hunde los, weil echte Männer schreiben keine Gedichte. Oder Baba oder Erbseneintopf oder was mit M, Onkel Mustafa aus dem türkischen Café, 50 Jahre in Alamanya. Kennt das Wort Geschlechtsverkehr nicht, kennt das Wort Literatur nicht, kennt das Wort Nachbearbeitungsgebühr nicht, Schmetterling nicht, Feuerschlucker nicht, atemraubende Raben, lange Beine, kennt eigentlich kaum ein, zwei Wort, kann eigentlich kaum was dafür, Sprache oder Melodien pfeifen, wer pfeifen kann. So, und das finde ich so, da könnte man wahrscheinlich noch viel dran arbeiten und machen und überlegen und auch, ich finde auch nicht alle Gedichte gleich gut. Was mir unglaublich gefallen hat, ist so dieses Arbeiten mit Klängen, mit Wörtern, auch mit so Ausdrücken, wie das so ineinander übergeht. Und was ich mich gefragt habe jetzt, oder wird sicherlich auch eine Frage während des Festivals sein, inwieweit dieser GastarbeiterInnen-Kind-Kontext dann zu der Lyrik steht. Und ich habe mir gewünscht eigentlich, es gibt einige sehr längere Gedichte, wo ich dachte, jetzt will ich eigentlich mal wieder auch einen Roman lesen, in dem diese ganzen Bilder, die aufgerufen werden, auch nochmal in so einem großen Kontext plus diesem lusthaften Arbeiten an der deutschen Sprache gemeinsam verhandelt werden. Hm.
Und ähnlich wie das Festival, und das hatte ja auch eben das Zitat oder das Gedicht, was du gelesen hast, gezeigt, ist es auf Deutsch und Englisch und auf Türkisch, Kurdisch in dem Fall. Ne? Genau. Und das haben wir ja auch gelernt, also dass es natürlich auch verschiedene kurdische Sprachen gibt. Die kommen ja wahrscheinlich beim Festival auch zu tragen. Ne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Wir werden die Dolmetscherinnen erst treffen. Ich glaube, es ist meistens Kurmanschi, aber das weiß ich nicht. Also es gibt ja ganz viele verschiedene kurdische Dialekte. Aber das wird halt eins der tollen Elemente des Festivals sein, dass man das dann auch hier on stage hören kann, simultan übersetzt. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen, also Interview ist vielleicht zu viel gesagt, es waren so ein paar, drei, vier Fragen, die irgendwo im Netz stehen. Welche anderen KünstlerInnen prägen dein Schreiben? Antwort: Zinedine Zidane, Mike Tyson, Mathilde Manukian, Putzfrauen, alleinerziehende Mütter, Emil. Ich kenne zwei Personen aus dieser Aufzählung nicht. Mathilde Manukian konnte ich nachschlagen, eine türkische Zuhälterin und Multimillionärin. Okay. Hochinteressante Lebensgeschichte. Ich wollte gleich einen Roman über die lesen. Und Emil. Aber ich fand die sehr originell und sehr... Ja, wobei ich da jetzt behaupten würde, ey, komm, ja, ein bisschen gepost. weil es gibt auch ein anderes Interview, wo er über das Kunstlied spricht, was er für das Haus für Poesie verfasst hat und wie sehr er Schubert und Mahler liebt. Ja, okay. Und sagst du, okay, come on. Er kann halt die ganze Palette bespielen. Ja. Und was so toll ist, ist, glaube ich, also ne, ist eng ans auch, arbeitet immer wieder mit dem Thalia-Theater in Hamburg zusammen und ist, glaube ich, sozusagen in diesem Theatralen natürlich sehr bewandert. Man kann ihn auch hören und sehen auf YouTube. Und ich habe aber nochmal gedacht, eben, dass halt vieles, was jetzt schon so an Ausdrücken oder an Bildern ne, in den Gedichten ist, vielleicht tatsächlich noch stärker wird, auch in diesem biografischen Kontext, wenn es in einer längeren Form verhandelt würde. Also ne, die so ein bisschen, okay, ne, jetzt immer wieder, ne, dass wir nochmal auf Kanak Sprak oder so, ne, habe ich ja schon mal erwähnt. Das ist, aber ich glaube, da hat sich richtig viel getan. Und ich glaube, hier wäre die Gefahr, dass es in der Lyrik als so, ne, so eine Vignette oder so ein Emblem verbleibt, ne, dann bleibt er auch irgendwie ne, in diesem Bildkontext, während hingegen, wenn man das nochmal so ein bisschen ausarbeitet und länger, also wenn ich ihn sehe, werde ich ihm sagen, komm, wann kommt denn der Roman? Aber er ist Lyriker oder ist er ist Schriftsteller, er schreibt. Genau, er schreibt. Also warum nicht ein Roman? Ja. Fände ich wirklich mit dem, was er macht, dachte ich so beim Lesen, das wäre ich total neugierig Gut, drauf, wir diese sind Suchbewegung. Spannend auf Neil und Niall Dohan. Das ist auch eine Frage, wie er sich ausspricht, richtig? Das verändert sich. Es gibt ein Gedicht, was mit Neil, wo Neil mit sich selbst verhandelt und dann zu Niall wird. Und das auch, was ich toll finde, ne, da ist dann so ein bisschen das Nihilistische drin, aber auch Nail. Und also ne, wie dann eben, da ist wieder dann diese Arbeit an Worten und wer man dann ist und der Nil. Und das, genau, bin ich sehr gespannt, welche Facetten dann am Freitag zum Tragen kommen. Gute Überleitung. Ich weiß nämlich auch nicht genau, wie man den Autor ausspricht, den ich jetzt vorstelle. Wir haben davor auch gesprochen. Harry Kunzru, I don't know, ist ein britischer Autor. Du hast gesagt, du hast auch schon einen Roman von ihm gelesen. Ich habe jetzt das erste Mal was von ihm gelesen, nämlich Blue Ruin, ist in diesem Jahr erschienen, auf Deutsch von Nikolai von Schweder-Schreiner im Liebeskind Verlag und ist aber auch im Englischen gerade erst Anfang des Jahres erschienen. Und der Roman spielt in der britischen und US-amerikanischen Kunstwelt der 90er Jahre und aber auch heute, bis heute. Es geht um den Protagonisten Jason Gates. Das ist ein schwarzer Künstler aus Manchester. Also wir fangen erstmal in England an, der zufällig während der Corona-Pandemie seine alte Liebe Alice wieder trifft, in der Nähe von New York auf einem Anwesen. Und diese Begegnung bringt eigentlich das Leben von allen Beteiligten dieses Romanes komplett durcheinander. Es ist eine zufällige Begegnung und es sind auch gar nicht viele Figuren. Ich erzähle sie kurz. Also wir haben Jay, unseren schwarzen Künstler. Wir haben Alice, das ist eine asiatisch-französische Frau, auch ehemals aus UK. Dann gibt es Rob, das ist ihr Mann, der seit 20 Jahren mit Alice verheiratet ist. Ich betone das so, auch diese Ethnien, ein weißer Maler, auch aus ehemals UK, die sind eben alle
in die USA emigriert. Dann gibt es Marshall, seinen Galeristen und Förderer und dessen schwarze, sehr junge Freundin und angehende Künstlerin, die alle zusammen auf diesem Anwesen sind, weil sie vor der Pandemie aus New York geflüchtet sind, beziehungsweise dort eintreffen. Also wir haben eigentlich so eine Situation wie so eine Art Kammerspiel. Und dieses Setting ist einfach dieses riesige Anwesen, was einem befreundeten Sammler gehört und sie dürften da unterkriechen und während der Pandemie sich sozusagen aus dem Moloch New York befreien. Interessanterweise ist das jetzt wieder ein Pandemieroman, das war ein totaler Zufall, aber dann musste ich, da kam das wieder auf. Aber das ist nur die Schablone, würde ich sagen, oder wirklich der Hintergrund, wie die Folie vielleicht, vor der dieses Kammerspiel sich dann abspielen darf. Also sozusagen, es zwängt die Person an diesen Ort und bringt sie für, es sind nur 2-3 Wochen, die das ganze, der ganze Roman, in der das spielt, zusammen an diesen Ort. Und hat aber so eine gewisse Dynamik, dass man eigentlich nicht so richtig weg kann. Ne? Das da hilft die Pandemie, sag ich mal. Das liest du offenbar gerade gerne. Das lese ich im Moment gerade gerne, wo ich so viele Freiheiten im Sommer habe und so weiter. Gut, worum geht es aber also? Es geht vor allen Dingen um eine Art bitterböse, ich würde auch sagen, britisch-schwarzer Humor habende Abrechnung mit der Kunstwelt. Das macht mir einfach immer unheimlich große Freude. Also es geht einmal um die Young British Artists, weil es natürlich um die 90er geht und dann aber auch ums Hier und Jetzt und um heute. Es wird einfach einmal abgerechnet mit dieser ganzen kapitalistischen, verlogenen Kunstwelt. Werden Namen genannt? Es werden nicht Namen genannt, aber es werden Figuren genannt, wo man ziemlich genau sagen kann, welcher Name dazu gehören könnte oder eben einfach auch Typen. Das finde ich fast noch interessanter, Typen von Künstlern und Künstlerinnen. Es geht um die Ungerechtigkeiten in der Pandemie. Jetzt noch einmal kurz darauf zurück. Also natürlich reich und arm, wer kann die Stadt verlassen, wer nicht. Das hatten wir ja schon. Es geht aber auch um die Kunstwelt und Fragen der Ethnien. Also wer hat eigentlich das Geld und die Macht und wer ist irgendwie der kleine schwarze Künstler oder eben auch nicht, ist interessant, weil, also das sind sozusagen genau die Fragen, die er da verhandelt. Also Klassismus, Rassismus spielt eine große Rolle. Genau, dieser Turbokapitalismus in dieser Kunstwelt, der einen ja immer auch wieder so anwidert, wird da beschrieben. Und was ich besonders spannend fand an dem Roman und auch immer die Frage, weil ich ja auch mich sehr für Kunst interessiere, wie beschreibt man eigentlich Kunst? Also welche Möglichkeiten hat man eigentlich in der Literatur Kunst zu beschreiben? Weil man ja eigentlich Kunstwerke erfinden muss, die es noch nicht gibt, um es originell zu halten. In dem Fall geht es viel um Konzeptkunst. Und das ist aber ganz schön schwierig, weil eine gute Konzeptkunst, also à la, ich sage jetzt mal Sophie Kall, die mit ihren Ritualen spielt, oder Marina Abramović, die mit diesen extremen Performances ihre Kunst macht oder das ihre Kunst ist, das muss man ja dann als Schriftsteller erstmal erfinden. Und das gelingt ihm in ein paar Sachen ganz gut und in ein paar nicht so gut. Und die Namen, die ich jetzt genannt habe, Kall und Abramović, die liest man einfach in den Kunstwerken mit, die er beschreibt. Und dann denkt man, ah, das ist doch die Kall. Ah, das ist so, ja. Und bei einigen ist es aber sehr originell. Und das fand ich einfach sehr interessant zu sehen, wie schwer das ist, über Kunst zu schreiben, die es nicht gibt. Hm. Könnt ihr da anknüpfen? Ist das nicht bei dieser eine Riesen-Bestseller, Donna Tartt, der Goldfink oder so, ist das da nicht auch so ähnlich? Das habe ich nicht gelesen. Ach so, ne, das, und ich aber wie würdest du es denn jetzt gewichten? Weil jetzt dachte ich gerade so krass, ganz schön viel drin in einem Roman. Also wenn du sagst, es ist eine Abrechnung, aber auch die Frage, wie man über Kunst schreibt, geht das überhaupt? Also wenn es schon so, ich sag mal, ein bisschen tendenziös auch offensichtlich mit dem Wunsch oder mit dem Anliegen geschrieben worden ist, das jetzt auch mal ordentlich in die Tonne zu kloppen. Ja, so würde ich es nicht beschreiben. Das ist, glaube ich, zu drastisch. Ich glaube, es beschreibt die Zustände, die extrem sind in der Kunstwelt. Ja. Also es muss gar nicht draufhauen und noch mehr imaginieren als das, was schon da ist, einfach beschreiben und damit es vorführen und zeigen, was in der Kunstwelt eigentlich so
passiert teilweise, was der Markt und die Sammler eigentlich für einen Druck ausüben, was für kommerzielle Drücke dort sind für die Künstler und Künstlerinnen, was das eigentlich dann im Leben für die bedeutet. Diese Frage nach, wie kann man eigentlich Kunst beschreiben, habe ich mir jetzt gestellt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Roman sich das so stellt. Okay. Ich finde, es ist an einigen Stellen, wie gesagt, gelungen und an anderen weniger gut gelungen. Oder da ist die, ne, wenn er sozusagen Dinge erfindet, Rituale oder Konzeptkunst, die zu eng an jemand dran sind, den man kennt, ja, dann ist es so ein bisschen, ja okay, es ist nicht das Gleiche, aber es ist zu eng dran. Nee, ich frage, oder vielleicht so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage ist, das, was mich bei Red Pill, also dem Vorgängerroman, dann hat aussteigen lassen, ist, dass ich das Gefühl hatte, das ist so ein Stipendiatenroman gewesen. Es geht halt der arbeitet an der American Academy über Kleist und wird dann halt so ein bisschen verrückt und beschreibt halt die Leute, die da an der Academy sind. Und na, ich will das jetzt gar nicht so parallel setzen, aber da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr, weil ich dachte, okay, ja gut, jetzt erkennt man sozusagen dieses Ambiente und das heißt dann auch natürlich nicht American Academy, aber man kann es eins zu eins erkennen. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, was willst du denn eigentlich? Willst du jetzt wirklich über Kleist schreiben oder willst du diese Verhältnisse von irgendwelchen Stipendiaten, die dann da in ihren Zimmern sitzen und irgendwie vielleicht ein bisschen verrückt werden, schildern? Siehst du da eine Parallele oder ist das… Also ich habe mir den jetzt sozusagen auch im Nachhinein gekauft und habe ihn aber noch nicht gelesen. Red Pill, ne? Ja. Blue Ruin und Red Pill ist ja auch interessant. Ja. Von den Titeln her. Es gibt noch irgendwas mit… Ja, ja, es gibt noch irgendwas mit White. Also irgendwie, ich bin da interessant. Oha, ich glaube, dass es dann, also hoffe ich, ihm hier besser gelungen ist, oder ich glaube, es ist ihm besser gelungen, weil er dieses Kammerspiel-Setting macht. Es geht wirklich um die Beziehung untereinander und die Abhängigkeiten. Das kann ich ja jetzt nicht vergleichen. Ja, ne? Ich kann ja nur sagen, was da ist. Und sozusagen diese sozialen und kulturellen Abhängigkeiten und Drücke, die entstehen und die in der Kunstwelt extrem sind, die gibt es ja auch anderswo, aber die werden in der Kunstwelt ja besonders beleuchtet und stechen hervor. Es hat mich überhaupt nicht gelangweilt. Es geht aber auch nicht es geht nicht wie bei dem Vorgängerroman um Kleist, um eine Figur, sondern es geht eigentlich um diese ganze Branche, wenn man so will. Und dann interessant eben auch nochmal den Vergleich die 90er und heute, also auch nochmal so eine zeitliche Einordnung. Also gelangweilt hat es mich nicht. Und was kommt so in Sachen Pandemie raus? Wie gesagt, die Pandemie ist eine Folie, die nicht besonders wichtig ist, die einfach nur diese Konstellation dieser Menschen ermöglicht und auch nochmal zeigt, was für unterschiedliche Herangehensweisen oder Umgänge die Leute damit gefunden haben, aber steht nicht im Zentrum. Es hätte auch eine Situation sein können, wo Menschen durch gewisse Umstände einfach an einen Ort gebunden sind, was weiß ich, eingeschneit. Ja. Sag ich jetzt mal so. Es ist nicht im Vordergrund, es ist einfach nur, um dieses Setting irgendwie aufbauen zu können. Lustig, ne? Dass das jetzt schon so als Setting, so ich dachte jetzt wieder an Boccaccio, ne? Weil die Pest treibt alle aus Florenz, dass es sich jetzt schon als einfach so ein Setting etabliert hat. Ne? Du brauchst auch gar nicht mehr jetzt explizit drüber schreiben, oder es kann auch schon um was anderes gehen. Es ist jetzt halt die Zeit der Pandemie. Genau. Würdet ihr denn sagen, dass die Pandemie große Spuren in der Literatur hinterlassen hat? Ja, bisher ja noch nicht so richtig. Wir forschen ja noch danach. Also es war ja jetzt, wir hatten das ja mit Nunes und jetzt eben hier bei Kunstruh. So richtig warten wir ja noch auf den Roman. Ja, beziehungsweise ich glaube, also ich finde es so interessant, die Selbstverständlichkeit, in der die äußeren Umstände der Pandemie schon Eingang in die Literatur gefunden haben, also wie schnell das eigentlich ging, würde aber immer noch glauben oder sicher sein, dass sozusagen die großen Pandemieromane, nach denen ja alle schon während der Pandemie schrien, in 10 oder 15 Jahren, also wenn das so zu, ne, was man Leicht. Ja jetzt ne, über Wende, von ja. Wende bis ne, sieht, wie zeitverzögert das zum Glück auch ist. Also weil es müssen halt einfach noch ein paar andere Sachen dazukommen, damit es ein guter Roman werden kann. Ich glaube, es sind fast 30 Jahre, ne? Wenn man das vergleicht mit der Wende zum Beispiel, mit dem Mauerfall, dann sind das 30 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Was ist denn jetzt der große Wenderoman, nachdem so lange Zeit? Oh Gott, jetzt hör bloß auf. Ich wollte was anderes sagen. Ja, sag noch was anderes. Ich glaube, ich werde dieses Buch unbedingt lesen, weil mich die Frage, wie man über Kunst schreibt, auch beruflich unheimlich umtreibt und auch jedes Mal wieder neu herausfordert, wenn ich in einer Ausstellung war oder Kollegen mir Texte über Kunst vorlegen und sagen,
was ist denn deine Meinung dazu? Ich glaube, es gibt kaum etwas Anspruchsvolleres, sozusagen dieses Erlebnis, das man im Angesicht von Kunst hat, in dieses andere Medium der Sprache zu übertragen. Mhm. Und das ist gerade in Deutschland, stehen dann meistens auch noch, ich nenne es immer Kuratorendeutsch, elitäre Floskeln dazwischen, durch die man sich auch erstmal durchkämpfen muss, ja, und denen man irgendwie auf Schliche kommen muss, was sie eigentlich genau bedeuten, wenn sie überhaupt was bedeuten. Das ist ja das, was sie einem im Kunstgeschichtsstudium beibringen, und was wirklich gut ist, ist einfach Bildbeschreibung. Ja. Erstmal beschreibst du, was du siehst. Ja. Ganz so objektiv, wie es dir möglich ist. Und dann erst gehst du in die Interpretation. Also vielleicht als, genau, das machst du wahrscheinlich genauso, aber dass man einfach irgendwie, genau, man braucht ein bisschen Handwerkszeug, um über Bilder sprechen, ja, zu können, schreiben zu können. Das stimmt. Ja, genau, das fände ich eigentlich einen sehr guten Abschluss, nochmal so ein Hoch auf die Handwerkskunst, also dass man einfach, ja, es tut ganz gut, bestimmte Dinge irgendwie studiert zu haben und irgendwie, ja, beschreiben zu können, bevor man sich irgendwie in so eine ja, metaphysische Erregungsschlaufe reindreht, nochmal kurz, ja, wirklich, also nicht auf dich gemünzt, Philipp, sondern so gerne, nein, ich dachte, das ist eigentlich ganz schön, nochmal, finde ich, würde vielen Debatten gerade gut tun, sich doch nochmal auf so Basisbeschreibungen. Was sehen wir denn eigentlich? Was genau sehen wir eigentlich? Gut, heute haben wir auf jeden Fall viel erfahren, und am Ende des Tages ist unser Tipp immer, lesen Sie, lest die Bücher. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Euch auch. Danke. Tschüss. Tschüss.